Herzlich willkommen zur Filmreihe 2030 im Juni. Jeden ersten Freitag im Monat präsentieren wir hier im Kino Delphi Lux einen Film zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Im anschließenden Gespräch treffen wir engagierte Initiativen und Akteure, die mit euch, dem Publikum, zu den Themen sprechen und diskutieren. Zur Stärkung von Kinderrechten wurde 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Ein Regelwerk zum Schutz aller Kinder weltweit. Kinder tragen am wenigsten zum Klimawandel bei, werden sich aber als zukünftige Generationen am meisten mit den Folgen und Auswirkungen auseinandersetzen müssen. In dem Dokumentarfilm Youth Unstoppable der Regisseurin Slater Jewel Klemper geht es um die globale Jugendklimabewegung. Die Regisseurin Slater hat die Bewegung seit ihrem 12. Lebensjahr begleitet mit der Videokamera und entstanden ist ein hochspannendes, mitreißendes und sehr einfühlsames Plädoyer für politisches Engagement, für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz und vor allen Dingen für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Der Film wird hoffentlich auch bald auf der Kinoleinwand gezeigt werden können. Wir bieten ihn euch als Preview vom 1. bis zum 4. Juni über Stream an. Schickt uns dazu am besten eine kurze E-Mail an bne@charlottenburg-wilmersdorf.de. Ausgesucht haben wir den Film mit Darstellerinnen des Jugendensembles Klartext, einem Theaterensemble hier aus Charlottenburg-Wilmersdorf, welches in Kooperation mit unserer Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung vor einigen Jahren das Musiktheaterstück Eine ganz normale Klasse entwickelt hat. Und in diesem Musiktheaterstück geht es genau um die Themen Kinderrechte, aber auch Klimaschutz. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit den Darstellerinnen des Jugendensembles. Amélie von Garnier, Erik Lass und Patrice von Garnier. Und auf Hanna Pliefke, die jetzt kurz über den Film berichten wird. A number of island nations are expected to be underwater within 15 years. Our first ice-free Arctic summer within 10 years. Record heat waves, record droughts, and record storms. My name is Slater, and I'm a 17-year-old environmental filmmaker filming a documentary on the global environmental youth movement. As a youth, we're standing here to say our voices will be heard. I've been making this film since I was 15 years old. I didn't know it at the time, but I was documenting the rise of the global youth climate movement. This is our story. Youth Unstoppable, der Aufstieg der globalen Jugendklimabewegung, ist ein Dokumentarfilm von der Kanadierin Slater Jewel Klemper, welcher im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, jedoch schon seit vielen Jahren vorher in der Produktion ist. Denn Slater hat schon mit 15 Jahren an der Produktion des Filmes begonnen, als sie als Jugenddirigierte an UN-Konferenzen teilnahm und zu diesem Zeitpunkt beginnt auch ihre persönliche Reise zum Klimaaktivismus in dem Film. Der Film lässt einen über 12 Jahre auf eine sehr persönliche, authentische Weise hinter die Kulissen der Jugendklimabewegung schauen. Der Film nimmt einen mit bei Klimaverhandlungen in Kopenhagen, die sich leider als eine Enttäuschung herausstellen, bei Klimazusammenkommen in Nepal, Polen und Mexiko. Es wird die Freude über das Pariser Abkommen erfahren, aber auch die Niedergeschlagenheit über die Präsidentschaft, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA 2016. Man wird auf eine persönliche, emotionale Reise mitgenommen, wobei man Tiefpunkte, aber auch Höhepunkte miterleben kann, wie zum Beispiel den
positiven Impact, den die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg auf die Klimabewegung hatte, indem sie die Fridays for Future-Bewegung mitbegründete. Amelie, Erik und Patrice, herzlich willkommen hier zur Filmreihe 2030 zum Gespräch. Ich bin total happy, dass ihr da seid. Und wir wollen über Kinderrechte sprechen, Klimaschutz und natürlich auch den Dokumentarfilm Youth Unstoppable. Wie hat euch denn der Film gefallen? Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ich fand den Film inspirierend und bewegend so zugleich. Bewegend, weil ich es irgendwie krass fand, nochmal zu sehen, so was in der Welt wirklich passiert und wie sich das Mädchen, also die Hauptperson, eingesetzt hat für das, was sie erreichen wollte. Und dass sie, obwohl sie immer wieder so Niederlagen erlebt hat und nicht wirklich weitergekommen ist, nicht aufgegeben hat, sondern immer gesagt hat, ich kämpfe weiter, bis ich dahin komme, wo ich ankommen will. Und das fand ich so inspirierend, dass sie wirklich gekämpft hat und gekämpft hat. Und ich habe nach dem Film direkt angefangen, irgendwie auch zu überlegen, gibt es irgendwas, was ich jetzt direkt machen kann? Kann ich in meiner Schule was verändern? Kann ich da mit Leuten in Kontakt treten? Und deswegen fand ich irgendwie, dass der Film da einen zum Denken total angestoßen hat und zum Handeln vor allem einen so hingebracht hat. Also deswegen fand ich den Film sehr, sehr schön auf jeden Fall. Genau. Und ich fand den Film auch sehr überraschenderweise sehr interessant und sehr fesselnd für einen Dokumentarfilm, vor allem von einer so jungen Regisseurin oder so jungen Filmemacherin. Und ich fand, man hat extrem gut ihre Verzweiflung gespürt und auch ihre, sie hat es sehr gut rübergebracht, wie alleingelassen sie sich gefühlt hat, wenn sie dann eben auf diesen Konferenzen, auf diesen großen Gipfeln war und eben von den Erwachsenen so ein bisschen zur Seite gedrängt wurde oder eben nur als Fahnenträgerin da auf die Bühne gelaufen ist und dann einmal geklatscht wurde und sie dann wieder weggeschickt wurde. Also man hat echt wirklich diese Verzweiflung extrem gut gespürt, die auch wir jetzt in der Corona-Pandemie oder auch in den letzten Jahren schon immer spüren, dass man einfach sich so ein bisschen hilflos fühlt, weil man eben nichts zu sagen hat oder immer überschaut wird. Also es hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich finde, dass der Film auf einer emotionalen Ebene auch sehr ansprechend war. Also dass es eben nicht nur ein klassischer Dokumentarfilm ist, der Fakten irgendwie rüberbringt, sondern der auch Emotionen anspricht, der mit Musik arbeitet, der die wichtigen Themen, die in diesem Stück genannt werden, einfach sehr nachhaltig rüberbringt, dass sie einem im Kopf bleiben und dass man eine emotionale Bindung dazu aufbauen kann. Und es hat mir unfassbar gut gefallen und ich war auch total beeindruckt von der Filmemacherin, dass sie quasi selber die Initiative hatte, diesen Film zu drehen über eine längere Zeit und den auch selber gefilmt hat, selber geschnitten hat, selber produziert hat, natürlich mit der Hilfe von anderen dann letztendlich, aber dieses Projekt einfach so umgesetzt hat und dabei so, ja, aus meiner Sicht erfolgreich gewesen ist. Und gab es besondere Momente in dem Film, wo ihr euch vielleicht selbst wiedererkannt habt oder wo euch vielleicht auch total die Wut gepackt hat oder wo ihr mitgefühlt habt? Zum einen auf jeden Fall, was mich sehr stark daran erinnert hat, diese eine Demonstration bei dem einen Gipfel, wo die Toten aufgezählt haben, die jedes Jahr oder jährlich durchs Klima sterben. Dieser Demonstrationsakt, der einfach von den Erwachsenen oder vom Sicherheitspersonal grundlos niedergedrückt wurde und grundlos beendet wurde. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass wir bei einer der größten Fridays for Future Demos, wo ich auch dabei war, hier in Berlin, oder an diesem Weltklimastreiktag, wo eben sehr auf der ganzen Welt sehr viele Schüler und junge Menschen, aber auch Erwachsene eben fürs Klima demonstriert haben. Da gab es teilweise auch Eingriffe der Polizei, die gegen kleine Kinder und demonstrierende Kinder, die wirklich friedlich einfach die Zukunft verändern wollen und friedlich eine Welt schaffen wollen, in der sie weiterleben können und in der zukünftige Generation auch weiterleben können. Und da gab es eben Eingriffe durch die Polizei, die sehr kritisch waren oder sehr unbegründet gegenüber hilflosen Kindern und das hat mich auch sehr stark daran nochmal erinnert. Ich fand es auch irgendwie so, also ich habe mich so ein bisschen in ihr gesehen, dass sie so jung schon, sie hat damit 15 angefangen, sich in dieser ganzen Bewegung mit einzugliedern und zu versuchen, was zu ändern. Und also ich bin jetzt ein bisschen älter, aber irgendwie so genau in dem Alter, in dem Jahrgang bin ich halt auch jetzt. Und deswegen habe ich auch dann so mich ein bisschen in ihr gesehen und in der Rolle, dass ich dann jetzt eigentlich auch was ändern müsste, weil sie hat auch so früh angefangen. Das heißt, man muss nicht erst erwachsen werden, in die Politik kommen, bis man wirklich was ändern kann, sondern kann in unserem jungen Alter halt auch schon anfangen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen in ihr gesehen oder mich dazu verleiten gefühlt, mich in ihr zu sehen,
dass die Leute quasi sagen, man kann so jung schon anfangen, was zu ändern. Also macht es auch. Also Rechte von Kindern und Jugendlichen wie auch das Engagement von Kindern und Jugendlichen spielen eine große Rolle. Welche Erfahrungen habt denn ihr mit den Themen? Also ich persönlich zum Beispiel habe in der Schule mich schon mal eingesetzt dafür, dass wir den Müll trennen. Und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, weil ich da auf Lehrer zugegangen bin und gefragt habe, ob das denn möglich ist, ob man da was machen kann. Und die gleich angefangen haben, sich auch darum zu kümmern. Wir haben mit dem Hausmeister geredet, wir haben uns mit der Schulleiterin getroffen. Und das ging irgendwie ganz schnell dann, dass sich da wirklich was geändert hat, dass wir das ausprobieren konnten. Und also ich habe da eine sehr positive Erfahrung gemacht, was einen auch, finde ich, motiviert, dann weiter sowas zu versuchen, wenn man dann wirklich merkt, okay, es klappt auch teilweise. Es ist jetzt nicht so was Großes gewesen, wie ich will in der Politik was ändern, ich will die Politiker dazu bringen, was zu verändern, sondern halt nur für mich was Kleines. Aber was für mich auch schon schön war, dass ich da gemerkt habe, man kann was ändern und es ist möglich. Also das fand ich ganz schön und das motiviert mich jetzt auch nochmal mit dem Film, dass ich jetzt gucke, wo kann ich sowas nochmal machen, weil das war jetzt so das erste und einzige Mal, dass ich was versucht habe zu ändern in dem etwas größeren Ausmaß der ganzen Schule und das würde ich halt gerne weiterführen und vor allem jetzt durch den Film dann auch, dass ich gesehen habe, wie sehr sie gekämpft hat, motiviert mich einfach, dass ich jetzt dann wirklich auch wieder weitermache und noch was ändern kann vielleicht. Genau, und eben diese kleinen Sachen, die jeder von uns tun kann, die haben eine extreme Bedeutung und auch eine extrem große Wichtigkeit, weil man eben als Kind nicht die Möglichkeiten hat, sich vor eine große Ansammlung von Politikern zu stellen, die wirklich was erreichen können und die wirklich Entscheidungsmacht haben, sondern wir können auch für uns zu Demonstrationen gehen, wir können für uns Sachen verändern in unserem Leben, in unserem Verhalten, wie wir Nahrung zu uns nehmen, wie wir Müll produzieren, wie wir uns auf der Straße verhalten, wie wir zu Mitschülern in der Schule sind, wie offen wir uns gegenüber Mitschülern geben, die vielleicht Probleme zu Hause haben, die vielleicht selber mit Kinderrechtsverstößen in ihrem eigenen privaten Umfeld zu tun haben und sich selber einfach dafür offen zu zeigen und eben auch als Kind schon, auch wenn man eben vielleicht noch nicht eine gewisse emotionale Reife hat, sich dafür offen zu zeigen und versuchen, so viel zu machen, wie man kann und diesen Leuten und eventuell auch Freunden dann einfach zur Seite zu stehen und diese halt zu unterstützen. Und da sind wir schon mittendrin in den Themen des Musiktheaterstücks Eine ganz normale Klasse. Und ihr seid ja auch nicht ganz zufällig hier, sondern ihr seid Darsteller, Darstellerin des Musiktheaterstückes. Um was geht es genau in dem Musiktheaterstück Eine ganz normale Klasse? Also es geht eben um eine Klasse, die normal ist, aber eben nicht wirklich normal. Jeder aus der Klasse hat so seine eigenen Probleme zu Hause, die dargelegt werden, die halt teilweise auch aus echten Geschichten stammen, die in den Projektwochen von Claudia und Wendy ans Tageslicht gekommen sind sozusagen. Und das Stück spiegelt halt quasi wieder, dass in einer ganz normalen Klasse eben nicht alles normal ist, sondern die Schüler viele Probleme haben. Und wir als Darstellerinnen und Darsteller versuchen halt, das dem Publikum so zu vermitteln und darauf aufmerksam zu machen. Und ja, das ist so die Haupthandlung des Stückes, dass wir eben versuchen, durch wahre Geschichten, die wirklich so passiert sind, auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen und auf den Klimaschutz vor allem auch. Und dann ist halt eben noch das Besondere, dass wir ein Mädchen kennenlernen in dem Stück, eine Geflüchtete, eine Schülerin, die eben sehr hilflos dasteht, alleine in Deutschland ist und eben die Unterstützung von anderen Kindern braucht. Und dann stellen wir sozusagen gemeinsam einfach ein Rohr in die Öffentlichkeit dar und versuchen ihr zu helfen und dass andere Leute ihr zuhören und dass auch Erwachsene ihr zuhören, um eben nochmal ihr einfach zur Seite zu stehen. Das Musiktheaterstück Eine ganz normale Klasse hatte die Premiere im Februar 2019. Und wo fand das statt? Wie hat das Publikum reagiert? Wer saß im Publikum? Also die Premiere, als das allererste Mal aufgeführt wurde, die war im Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf. Ja. Okay. Genau. Und war in einem Saal, der eigentlich eher für Reden und für Veranstaltungen irgendwie gedacht ist und weniger für Theater. Aber nichtsdestotrotz ist es da wahnsinnig gut gelaufen, weil das Besondere an unserem Stück ist einfach auch, dass es
ja, quasi überall aufgeführt werden kann, also auf jeder Bühne. Wir brauchen einfach nur eine Bühne und unsere zwei, drei Requisiten, die wir irgendwie haben. Und ja, und im Publikum saßen ganz verschiedene Leute. Also da saßen Bekannte von uns, aber da saßen auch Schauspieler, da saßen Leute von UNICEF im Publikum, die sogar einen großen Artikel darüber geschrieben haben, was uns alle super gefreut hat. Die haben auch super Fotos gemacht. Also es ist sehr, sehr schön gelaufen. Es waren ja auch dann gleich zwei Vorstellungen hintereinander. Das war auf jeden Fall für uns sehr, sehr aufregend, damit das erste Mal da zu stehen, und das ist auch ein extrem cooles Gefühl, darüber nachzudenken, weil es jetzt so langsam Normalität angenommen hat. Also wir sind jetzt so, dieses Stück ist jetzt so ein Teil von uns, und das musste es irgendwie erstmal werden. Und ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen über die Zeit. Wir hoffen auch tatsächlich, dass das bald wieder möglich ist. Im Moment geht es noch nicht, aber vielleicht dann im August, September. Wir bleiben da ganz optimistisch, weil wir natürlich auch wollen, dass dieses wunderbare Stück ein wirklich großes, breites Publikum auch berlinweit erreichen wird. Wie haben denn die Kinder oder Jugendlichen, also ja, das Zielpublikum quasi auch, wie haben die reagiert? Wir haben auch schon in Schulen aufgeführt, und da war das Feedback von den Kindern tatsächlich sehr einmalig. Also ich glaube, das werde ich nicht so schnell vergessen, weil also während wir das Stück aufgeführt haben, saßen die halt alle, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand total gelangweilt aussah. Also ich glaube, es hat die alle sehr gut erreicht. Und nach dem Stück, was eine sehr schöne Erinnerung ist, saßen wir noch so auf dem Bühnenrand und haben ein bisschen mit denen gequatscht. Dann wollten die auf einmal alle Autogramme von uns. Was dann auch nochmal so ein total schönes Feedback irgendwie war, dass es denen anscheinend wirklich gefallen hat. Und dass sie dann Autogramme von uns wollten, auch so Plakaten von unserem Stück. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Autogramm für irgendwas gegeben habe. Und das war ein total schönes Gefühl, zu wissen, dass es denen gefallen hat und dass sie das irgendwie in Erinnerung behalten wollen. Es ist ein Musiktheaterstück. Sprich, da spielen auch Songs eine Rolle. Und zwar wirklich auch 3 oder 4 sehr starke Songs. Was ist denn euer Lieblingssong davon und warum? Und wie heißt der? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, mein Lieblingssong, um ihn zu performen, ist der, wir nennen ihn den Vereinssong, warum auch immer, weil er eigentlich viel mehr beinhaltet als nur das Recht irgendwie da drauf, dass man sich sportlich betätigen kann oder dass Kinder sich sportlich in ihrer Freizeit betätigen dürfen. Was halt besonders an dem Song ist, ist, dass da jeder Charakter, jede Figur in dem Stück das erste Mal quasi ausspricht, was eigentlich bei denen zu Hause los ist, was eigentlich ihre Probleme sind, und man immer wieder eine andere Rolle einnimmt. Also mal ist man die Person, die sich gerade ausspricht, mal imitiert man die Erwachsenen, die immer wieder nur auf einem rumhacken und dich überhaupt gar nicht ernst nehmen. Und dann diese Verbindung aus Rap und aus Musik gefällt mir sehr, sehr gut. Was am stärksten die Nachwirkung hat, der Song, wo man am meisten merkt aus dem Publikum, ist tatsächlich der Schlusssong. Also auch gerade bei der Vorstellung mit den Kindern, weil er auch so Elemente hat, die sich immer wiederholen. Hast du irgendwann gehört, die Kinder haben angefangen mitzusingen, und das hat uns total mitgerissen, und manche sind sogar aufgestanden. Und dann gemeinsam diesen Song, der gerade mit den Kindern zusammen zu singen, der ja so wahnsinnig stark ist und einem auch im Kopf bleibt, war ein unbeschreibliches Gefühl. Na, ich würde vorschlagen, wir hören mal in den Song rein mit dem Titel Wir fangen gerade erst an. Wir sind noch lange nicht am Ende, wir fangen gerade erst an. Ihr seid im Kopf schon halb in Rente und nehmt uns ständig ran. Ungezogen, faul und dumm, euch muss man belehren. Wie wär's denn mal zur Abwechslung, uns auch mal zuzuhören? Wir wollen doch nur helfen, euch zeigen, wo es lang geht. Wir sehen doch selbst, wie's um die Welt und unsere Zukunft steht. Wir sind noch lange nicht am Ende, wir fangen grad erst an. Wir fangen grad erst an. Wir sind noch lange nicht am Ende, wir fangen grad erst an. Ja, also letztendlich, der Refrain ist ja, wir sind noch lange nicht am Ende, wir fangen gerade erst an. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was es für uns alle zu bedenken gibt. Also, dass wir daran denken müssen quasi, dass wir
gemeinsam weitermachen, dass wir niemals aufhören. Das ist ja auch genau das Statement, was in dem Film letztendlich gesagt wurde, dass wir gerade erst am Anfang sind. Es gibt noch so viel zu tun. Es gibt so viele Klimaziele, die erreicht werden müssen, die ignoriert werden. Das finde ich, es ist, glaube ich, für uns alle unfassbar wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir kämpfen müssen, dass wir weiter kämpfen müssen, dass sich alle das klar machen und dass es eigentlich niemals genug ist, bis die Ziele, die letztendlich den Klimawandel verhindern und die den Kindern endlich die Rechte geben, die sie verdienen, dass die auch umgesetzt werden von den entsprechenden Menschen, die es in der Hand haben, das umzusetzen. Was ist dein Lieblingssong aus dem Musiktheaterstück Eine ganz normale Klasse? Das ist ganz interessant, weil mein Lieblingssong ganz anders ist als der von Patrice. Den Vereinssong finde ich extrem aussagekräftig, aber auch sehr emotional und auch sehr, sehr ein bisschen traurig auch, dass man eben merkt, ja, die Kinder haben halt eben Probleme und sie fühlen sich ein bisschen verloren. Deswegen finde ich, also ich persönlich mag den Mia-Song, so heißt er bei uns. Das ist der Song, der mitten im Stück der beschreibt eine Schülerin, die einfach aus sich herausbricht. Sie ist immer die kleine, die zurückgedrängte, die in der Ecke sitzende Schülerin gewesen und sie bricht aus sich heraus und zeigt der ganzen Welt, dass sie auch eine Meinung hat und dass sie eben auch da ist und dass sie auch gehört werden will. Also genauso wie unsere gesamte Generation und die gesamte Jugend gehört werden will, möchte sie eben auch gehört werden. Und mir macht es immer extrem Spaß, diesen Song zu performen, weil er einfach so viel Energie hat und so viel Freude auch ausstrahlt. Deswegen ist das mein Lieblingssong. Aber natürlich auch der Schlusssong, der eben diese starke Message hat, dass wir eben noch nicht am Ende sind. Und das ist auch ein Song, der sehr wichtig ist bei uns im Stück. Genau. Lass uns doch einfach in den Mia-Song und Mehr Leben ins Leben auch nochmal reinschauen. Ist artig, fein und still, weil ihr Vater das so will. Wir sind sauber und adrett, das finden unsere Mütter nett. Sie sind sauber und adrett, das finden ihre Mütter nett. Das war früher, jetzt ist Schluss, weil ich das jetzt ändern muss. Weil sie das jetzt ändern muss. Ich will mehr Leben ins Leben. Es gibt in dem Film, oder das, was mich besonders wütend gemacht hat oder auch bewegt hat, war eigentlich das, was auch Slater auch oft thematisiert hat und aus meiner Sicht ein wirklich wichtiger Fakt, nämlich dass Teil der Gesellschaft, nämlich die Kinder und Jugendlichen, die zukünftige Generation quasi, die Leidtragenden sind von dem, was wir Erwachsene und die älteren Generationen im Moment fabrizieren sozusagen. Und mir gefällt es gut, dass du sagst gemeinsam, weil ich glaube, auch das ist die Message der Jugendklimabewegung, dass es nur gemeinsam geht und das heißt, alle Stimmen müssen gehört werden. Was wären denn eure Forderungen an alle, an die Erwachsenen, an die älteren Generationen, an alle Generationen? Du guckst hier so in eine Richtung zurück. Eine Sekunde. Also ich persönlich würde mir einfach diese Zusammenarbeit wünschen, dass wirklich die Jugendlichen und die Erwachsenen versuchen, die Ziele gemeinsam zu erreichen, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir Jugendlichen jetzt alleine es schaffen. Wir müssen einfach zusammen überlegen, was ist das Wichtigste, worauf muss man achten. Und ich denke, dass diese Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und Jugendlichen total gefördert werden muss, dass eben nicht die Jugendlichen als minderwertig angesehen werden und nicht richtig erhört werden, sondern dass wirklich die Jugendlichen zählen, weil wir sind die Zukunft. Und deswegen denke ich, dass das sehr wichtig ist, dass man die Jugendlichen wirklich respektiert und respektiert, was ihre Forderungen sind, damit deren Zukunft so wird, wie sie sich's vorstellen oder wie wir es uns vorstellen. Ich meine, man kann sich ja diesen Film einfach mal angucken. Da sind so unfassbar viele Kinder oder Minderjährige, die
für die eine genaue Vorstellung da haben, wie ihre Zukunft aussehen soll, die genau wissen, was läuft falsch in der Gesellschaft, was läuft falsch in der Politik. Die haben also eine ganz klare politische Meinung, die es absolut zu vertreten gilt. Und deswegen finde ich, sollte in Zukunft einfach mehr Mitspracherecht für Minderjährige, für Kinder und Jugendliche in der Politik einfach, das sollte einfach normal werden. Also ich verstehe überhaupt nicht, Menschen, Kinder, die haben offensichtlich eine klare Meinung. Warum zählt die nicht? Warum haben die kein Wahlrecht? Warum dürfen die nicht bei Petitionen unterschreiben? Ja, also das sind so Sachen, die ich persönlich einfach nicht verstehe und wo ich finde, das muss geändert werden, weil Entscheidungen, die getroffen werden, gerade die Zukunft betreffen, betreffen die jüngere Gesellschaft und dann muss die auch gehört werden. Eben wie schon erwähnt, die Gemeinsamkeit, dass man eben nicht als eine Generation alleine bestimmen kann und bestimmen darf und auch nicht bestimmen sollte, was mit unserer Erde, was mit unserer Welt, was mit unserer Gesellschaft und was mit unserer Zukunft im Allgemeinen passiert. Weil diese Gemeinsamkeit ist was extrem Wichtiges, weil die Kinder eben auf die Welt angewiesen sind und auf ihr leben müssen und die Erwachsenen eben eine gewisse Erfahrung auch mitbringen in jedem Bereich. Und gemeinsam arbeiten heißt eben auch, die Wirtschaft mit einzubeziehen, die Kinder mit einzubeziehen, auf jeden Fall, was Patrice auch meinte, weil die Kinder haben eben eine Meinung, die haben auch eine Meinung, die vertreten werden muss. Aber man muss natürlich das auch, diese, nicht die Erwachsenen und die Wirtschaft einfach zur Seite stellen und sagen, ja, die haben keinen Punkt, sondern man muss es eben gemeinsam schaffen. Und wir sollten es so lange gemeinsam versuchen zu schaffen, bis jeder den Klimawandel als größtes Problem unserer heutigen Generation oder unserer heutigen Zeit anerkennt und eben auch die Kinderrechte, bis die in der gesamten Welt und in jedem Land auf der Welt anerkannt sind und dann auch kräftig sind und eben auch eine Wirkung haben. Habt vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass ihr hier wart und würde auch sagen, schaut euch diesen Film an, Youth Unstoppable, hoffentlich demnächst auch auf der Kinoleinwand. Bei uns im Stream ist er bis zum 4.6.2021 zu sehen. Ihr könnt uns eine kurze E-Mail schreiben an bne@charlottenburg-wilmersdorf.de und wir schicken euch dann den Streaming-Link gern zu. Hab vielen Dank und ja, ich freue mich auf das nächste Treffen, hoffentlich bald zum Musiktheaterstück live mit vielen Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen natürlich. Dankeschön. Danke auch. Claudia Balko, herzlich willkommen. Du bist eine der Regisseurinnen des Musiktheaterstücks, eine ganz normale Klasse und auch Theaterpädagogin. Wie kam es zu dem Stück? Zu dem Stück kam es folgendermaßen, also die Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung ist damals Ende 2017 auf uns zugekommen. Also ich arbeite seit 11 Jahren, also ich bin Schauspielerin eigentlich ursprünglich und arbeite aber seit 11 Jahren mit Kindern und Jugendlichen. Also bringe sehr viele Produktionen auf die Bühne mit Kindern. Und ist von der Stabsstelle Bildung ist gesehen worden, also von Mitarbeitern, Mitarbeitenden. Und die sind auf uns zugekommen Ende 2017 und haben gefragt, könnt ihr was zum Thema Kinderrechte machen? Weil die Kinderrechte sind einfach überhaupt nicht bekannt. Also Kinder kennen ihre Rechte nicht und das liegt uns am Herzen. Und könnt ihr was dazu machen? Und dann haben wir uns zusammengetan, also ein Team von Theatermachenden, also Komponist, Autor, Schauspieler, Choreografin. Also wir sind 8 Leute gewesen, haben uns hingesetzt und haben gesagt, wir entwickeln jetzt was. Und da sind wir mit der Theaterpädagogin Laura Cardio in die Schulen und meiner Kollegin Moni Kamp sind wir in die Schulen und haben Recherche-Workshops gemacht mit den Kindern. Also haben praktisch zum Thema Kinderrechte gefragt, kennt ihr Kinderrechte, was sind Kinderrechtsverletzungen und so weiter. Die Kinder haben uns ganz viel erzählt, also von sich, von zu Hause, immer mehr, also je mehr Vertrauen sie gewonnen haben. Und aus diesen Workshops heraus, wir haben sie improvisieren lassen, haben verschiedene Situationen gespielt und entwickelt und gesammelt. Und aus dieser Sammlung hat dann mein Kollege und Autor Thomas Ahrens Projektwochen geschrieben, Schulprojektwochen, Musik, Theater, pädagogische und auch das Stück Eine ganz normale Klasse für unser Jugendensemble Klartext. Wie hat denn das Publikum auf die Premierenveranstaltung reagiert? Also großartig. Wir haben uns ja immer gefragt, also was ist jetzt die Zielgruppe? Also wie alt ist die Zielgruppe? Ja, also wir haben ja recherchiert in Grundschulen hauptsächlich und wir haben gedacht, naja, ist das jetzt wirklich ein Stück ab 10, also hauptsächlich ab 10, ne, für Kinder, die erstmal Kinderrechte kennenlernen müssen
oder für wen ist das eigentlich? Und es hat sich wirklich ergeben, wir hatten, das Publikum war von 10 bis, naja, sowieso bis 99, aber auch eben die jungen Erwachsenen, ja, so um die 25 bis 30, die waren alle so, also fühlten sich so angesprochen und so emotional beteiligt, sodass es ganz irre war eigentlich für uns zu sehen, dass eben die 10-Jährigen waren so, saßen so da und waren so gefangen, selbst die, und keine Minute Langeweile oder ja, sie waren, fühlten sich alle angesprochen, fühlten sich alle, ja, so wie so ein Sprachrohr der Jugend und jungen Erwachsenen. Also für mich ist es wirklich auch so Fridays for Future, ja, weitermachen, stärkt euch, schließt euch zusammen, kämpft miteinander, füreinander, ja. Und die Projektwochen an den Schulen zu dem Thema Kinderrechte haben ja auch sehr, sehr großen Anklang gefunden und werden nach wie vor sehr viel nachgefragt. Ja, das ist also wirklich unglaublich eigentlich, weil das Feedback ist nur positiv. Egal, ob Lehrende oder Schüler, Schülerinnen, das Tolle ist, also was ich einfach merke, die Methode Theater. Ja, also du kannst einfach die Kinder alle mitnehmen. Egal, es gibt immer wieder Kinder, die bei Arbeitsbögen oder Theorie abschalten und sich nicht angesprochen fühlen. Aber Theater, da kriegst du jedes Kind ins Boot. Und weil sie eben so aktiv, direkt, emotional beteiligt sind, ganzheitlich. Ja, und wir gucken auch immer, dass wir wirklich jedes Kind auch abholen, da wo es steht. Und versuchen jedes Kind zu stärken. Und dann ist es wirklich so, dass die Kinder noch Jahre später eigentlich die Songs singen oder eben ihre Rollen sprechen und dann eben auch das Thema wirklich direkt miterleben sozusagen und auch nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist überhaupt die nachhaltigste Wirkung, ja, Theater zu machen, jetzt eben auch Kinderrechte zu vermitteln den Kindern. Und so viele kennen nicht ihre eigenen Rechte. Viele denken, Gewalt ist normal. Also Gewalt gehört dazu, zu Hause, häusliche Gewalt zum Beispiel. Und für sie sind das ganz oft Aha-Erlebnisse, ja. Ach so, ich habe ein Recht darauf, nicht geschlagen zu werden. Ich darf nicht, ja, das ist Unrecht, was mir passiert. Und das finde ich immer wieder so faszinierend in den Austauschrunden, ne? Was die Kinder so zu Hause auch erleben und für normal halten. Und wenn jetzt Kinder und Jugendliche oder ja, aus Schulklassen oder auch Lehrer, Lehrerinnen Interesse haben an so einer Projektwoche, Wie kontaktiert man euch und wie läuft das ab? Welchen Zeitraum seid ihr dann in der Klasse? Wie viel Zeit muss man veranschlagen? Also eigentlich ist es wirklich eine Projektwoche. Das Faszinierende ist, dass wir das schaffen innerhalb einer Woche sozusagen. Montag fangen wir an, wir lesen, wir spielen, wir lernen uns kennen und dann proben wir. Und am Ende der Woche, am Freitag, gibt es schon eine Präsentation, also vor Corona, ne? Vor der Parallelklasse oder vor Parallelklassen, vor den Angehörigen. Und wir haben auf Corona reagiert und haben alles umgemodelt in Hörspielwochen. Also erst waren wir in Schulen mit Abstand, Aha-Regeln, ne? Und haben in kleinen Gruppen das Hörspiel aufgenommen. Und jetzt haben wir sogar online Hörspielwochen gegeben, also komplett im Homeschooling. Das heißt, dass nach jeder Projektwoche quasi auch ein kleines Hörspiel der Klasse ist? Ja. Das ist jetzt das Tolle, dass das wiederum auch sehr nachhaltig ist für die Kinder, weil sie eben was haben in der Hand, was sie Oma, Opa allen vorspielen können, den Freunden. Und sie hören es eben auch über Jahre und können dadurch natürlich auch immer wieder sich das Thema zu präsent machen. Das ist schon toll. Das ist ein wirklich sehr schönes Projekt. Und wenn ihr oder sie Interesse haben, mal in dieses Hörspiel reinzuschnuppern, dann schaut doch einfach auf die YouTube-Seite der Stabsstelle SBNE Berlin. Dort könnt ihr das ganze spannende Hörspiel anhören, auch mit den vier tollen Songs. Außerdem gibt es noch das Video vom Song Mehr Leben ins Leben. Mehr Leben ins Leben, genau, der auch wirklich wunderbar geworden ist. Ihr seid auch eingeladen worden zu den Leipziger Hörspielwochen. Stimmt, also mit dem Stück Eine ganz normale Klasse sind wir eingeladen im Rahmenprogramm des Leipziger Hörspielsommers. Und mit der Projektwoche Stark gegen Mobbing, das ist nämlich auch unser neues Projekt seit 2019, also praktisch Projektwochen gegen Mobbing, sind wir eingeladen mit dem Hörspiel zum Kinder- und Jugendwettbewerb innerhalb des Leipziger Hörspielsommers. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr schön. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg, ganz viele interessierte, begeisterte Kinder und Jugendliche. Und ja, Dankeschön. Habe ich vorhin auch zu Erik
Amelie und Patrice gesagt, hoffe, dass wir bald wieder das Musiktheaterstück live erleben können und mit viel Publikum, für viel Publikum. Ja, das würden wir nämlich auch anbieten in Schulen. Sowieso, dass wir würden auch also als mobile Produktion in Schulen gehen mit Nachgespräch. Also das bieten wir auch an neben der Projektwochen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und auch, dass du hier zum Gespräch gewesen bist. Sehr Dankeschön. Gerne. Danke für die Einladung. Und bis ganz bald, hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Danke. Der nächste Filmabend 2030 findet am 2. Juli um 18 Uhr statt. Und zwar ist es ein ganz besonderer Abend, weil wir aller Voraussicht nach wieder hier im Kino Delphi Lux sein werden, den Film auf großer Leinwand zeigen können und mit euch, mit dem Publikum, diskutieren können. Dieser Abend wird gestaltet mit unserem Kooperationspartner Gesellschaftsspiele e.V. und wir zeigen vor dem Hintergrund der Fußball-Europameisterschaft den Dokumentarfilm Domashni Igri Home Games. Der Film ist ein ukrainischer Dokumentarfilm, der eine junge Fußballspielerin begleitet, die unter sehr, sehr schwierigen und widrigen Verhältnissen ihren Sport ausüben muss. Bis dahin, wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei und einen schönen Abend euch.